Michelle, Lucy und Laura sind im Stress. Die drei sind extreme Fans von Harry Styles. Erstmal zum Stadion, um Nummern zu holen. Sie wollen zu seinem Konzert in die erste Reihe. Das findet erst am nächsten Tag statt. Genauer in knapp 34 Stunden. Der Kampf um die besten Plätze fängt aber jetzt schon an. Wir müssen irgendjemanden finden, der eine Nummer auf der Hand hat. Und dann fragen, wer dafür zuständig ist, die Nummern zu verteilen. Die Nummern sollen die Reihenfolge in der Warteschlange regeln. Aber nicht von offizieller Seite aus. Sie suchen nach anderen Fans, die das Nummernsystem eigenmächtig eingeführt haben. Das Krasse, Superfans wie Michelle spielen mit. In der Hoffnung, in die erste Reihe und damit ihrem Star so nah wie möglich zu kommen. Denn als extremer Fan reicht es nicht, einfach nur ein Ticket zu haben. Wir sind im Münchner Olympiapark. Hier tritt Harry Styles 2 Tage hintereinander auf. Wir begleiten Michelle, Lucy und Laura in den nächsten knapp 34 Stunden, um mitzuerleben, wie sich Superfans vor einem Konzert verhalten. Wir gehen da hinten hin. Was wäre jetzt eine gute Nummer für euch? Unter 200. Das cool. Aber ich rechne nicht damit, bestimmt 300. Unter 200 bedeutet in Fanlogik, es könnte für einen Platz an der Barrikade reichen. Um ihn zu sehen, Harry Styles. Im Netz gibt es unendlich viele Videos wie dieses zu ihm. Fans aus aller Welt laden sie täglich hoch, kommentieren, teilen und tragen so zum Mega-Hype um seine Person bei. Harry Styles ist 29 Jahre alt und einer der angesagtesten Popmusiker weltweit. Seine Karriere beginnt 2010 mit der britischen Boyband One Direction. Harry ist damals gerade 16 Jahre alt und feiert Riesenerfolge. 2016 startet Harry Styles eine Solokarriere. Ausverkaufte Stadien weltweit. Zum Phänomen Harry Styles gehört nicht nur seine Musik. Er pflegt ganz bewusst ein Image, das auf Toleranz abzielt, über Geschlechterrollen hinweg. Dafür wird er von seinen Fans geliebt. Aber auf Harry Styles lastet auch ein enormer Druck. Du steckst so viel Liebe in die Musikindustrie. Eine Industrie, die so wankelmütig ist. Die dich liebt, wenn du ablieferst, und wenn nicht, bist du einfach raus. Klar ist, die drei lieben ihn. Für Michelle und ihre Freundinnen entscheidet sich jetzt, welche Ausgangsposition sie im Kampf um die erste Reihe bekommen. We just want the numbers. That's why we were like, no. Was? Halt's Maul. Nummer 118, also wir sind mehr als happy. Richtig cool. Was bedeutet das? Unter 200, es könnte Barrikade werden. Aber ob die Nummern wirklich vom Veranstalter übernommen werden, wissen sie nicht. Um das klarzumachen, das hier sind Fans, die das System eingeführt haben. Sie haben sich die ersten Plätze in der Schlange gesichert. Hier gelten ihre Regeln. Die anderen Fans sollen sich heute Nacht um 23:30 und morgen früh um 6 bei einer Art Appell wieder melden. Sonst verfallen die Nummern. Für uns kein Problem, wir wollten eh hier bleiben. Wir haben ein Zelt, ich habe ein Zelt mitgebracht. Immerhin, durch die Nummern müssen sie nicht die ganze Zeit in einer Schlange stehen. Allein an dem Tag jetzt, ich habe jetzt 120 Euro ausgegeben für ein Shirt und ein Pulli, 175 für das Ticket. Diese Art der Fanliebe ist teuer und oft so einnehmend, dass wenig Zeit für anderes bleibt. Das verstehen wir, als wir Michelle zu Hause besuchen. Die habe ich tatsächlich alle selber gemacht. Die drei, die hier hängen und das auf der Seite. Michelle ist 23 und gerade für ihr Studium in ein Wohnheim gezogen. Das sind einige Tattoos von Harry, die er selbst hat. Ich habe noch einiges mehr an Harry Sachen. Sie ist seit 7 Jahren Fan und es gibt nichts von Harry, das sie nicht besitzt. In jeder freien Minute eigentlich ist man am Handy oder am PC, um entweder auf TikTok zu sein, auf Instagram, auf YouTube, um sich irgendwas anzuschauen. Okay, bin ich auf dem neuesten Stand, ist irgendwas passiert? Und das machst du jeden Tag, die Seiten checken?
Ja, das mache ich tatsächlich immer noch jeden Tag. Wenn man dann nach vorne steht und er guckt einen an, dann weiß man, hey, okay, er weiß, dass ich da bin. So. Das ist irgendwie auch echt ein schönes Gefühl, einfach gesehen zu werden. Er wertschätzt das schon sehr und das ist echt schön, dass er halt so eine Verbindung auch zu seinen Fans hat. Die Fans nehmen diese Verbindung als so intensiv wahr, dass sie Harry mit ganz privaten Themen konfrontieren. Das zeigt sich in Fanvideos wie diesem. Ihr Star soll sich mit ihren privaten Angelegenheiten beschäftigen. Auf den Plakaten der Fans stehen Fragen, die sie an Harry richten. Immer in der Hoffnung, dass er darauf reagiert und seine Meinung abgibt. Auf dem Plakat von Fan Anna steht: Soll ich mit meinem Freund zusammenziehen? Oder wie hier: Mein Freund hat mich betrogen. Soll ich ihm vergeben? Harry nimmt sich dem Problem an. Ist ziemlich eindeutig. Du hast jemanden verdient, der dich mit Respekt behandelt, sagt er. Und die Menge brüllt: Verlass ihn. Harry, ein Star mit so viel Macht, dass er Lebensentscheidungen seiner Fans beeinflussen kann? Über Harry Styles Privatleben hingegen ist kaum etwas bekannt. Er trennt es strikt von dem, was er auf der Bühne tut. Mit dem Effekt, dass der Mythos um seine Person umso größer wird. Die Arbeit ist nicht das, was ich bin. Es ist etwas, das ich tue. Und als Person will ich nicht nur dadurch definiert werden. Ich möchte in der Lage sein, das abzulegen. Das habt ihr auch noch nicht gesehen. Nur auf dem Bild, ja. Ja, das Haus. Ja, was für ein Bild geschickt hat. Ja. Harrys Haus, ein neues Album. Und es hat das Gefühl von zu Hause, was er mir gibt. Und deswegen halt das Haus. Love on Tour. Es ist einfach wirklich pure Liebe. So ist alles drumherum. Noch etwa 25 Stunden bis zum Konzert. Ja, wir müssen halt doch ganz hoch. Michelle, Lucy und Laura gehen auf den Olympiaberg. Von da aus kann man das Stadion sehen, in dem Harry an diesem Abend sein erstes Konzert spielt. Für sie die Möglichkeit, maximal viel Harry mitzuerleben, obwohl sie für dieses Konzert keine Karten haben. Mein Herz rast ganz hoch. Die Häufer. Das ist komplett mitten auf die Bühne rennen, einfach so, glaube ich. Jetzt, safe. Einen kurzen Moment lang ist das Fansein einfach nur schön. Bevor es gleich wieder ziemlich stressig wird. Wir haben noch 15 Minuten Zeit, um am Treffpunkt zu sein, wo die Nummern noch mal gecheckt werden. Und wenn wir da nicht da sind, sind unsere Nummern verfallen. Die Nummern, die sie am Vormittag von anderen Fans bekommen haben, in der Hoffnung, sich so einen Platz in der Warteschlange zu sichern. Das ist eine Verarschewanne. Wurde schon so oft so viel gesagt, was da nicht eingehalten wurde. Die selbsternannten Ordnerinnen unter den Fans. Sie sind da. Und morgen früh um 6 gibt's den nächsten Check. You're free to go. Thank you so much. Have a good night. Thank you. And bye. Also ich find's ganz schön, wenn wir morgen dann aufwachen und einfach schon Fans um uns rum haben. Und einfach, falls sich doch was ändert, dass wir einfach direkt vor Ort sind. Zelt steht, Schlafsäcke sind drin. Einfach nur noch schlafen und hoffe, dass es funktioniert, weil ich da mit meinen Füßen an der Zeltwand hänge und mit meinem Kopf hier fast an der Wand. Ja. Ich würde mich gerne umdrehen, aber es geht halt nicht. Licht aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Der nächste Morgen. Noch fast 15 Stunden, bis Harry auf die Bühne kommt. Hier ist die Stimmung. Bedrückt. Alles sehr ungewiss, es ist Chaos und ich bin einfach nur müde. Die Fans stellen sich der Nummer nach in einer Reihe auf. Bleibt die Frage, ob das für den Veranstalter später irgendeine Rolle spielen wird. We're gonna be here and everyone will gonna go like from here on. 19? Okay, great. Okay. Yay! Wir sind immerhin jetzt in der Reihe. Mal schauen, wie es jetzt noch abläuft. Der Ablauf ist erstmal ziemlich klar. Sie müssen warten. Und das ziemlich lang.
In der Zwischenzeit gibt es trotzdem nur ein Thema: Harry. Die Grenzen zwischen Fanliebe und Obsession. Vor allem im Internet verlaufen sie beinahe fließend und münden manchmal sogar in Hass oder Verschwörungen. Noch zu Zeiten der Boygroup One Direction verbreitet sich unter vielen Fans der Glaube, Harry und sein Bandkollege Louis Tomlinson sind ein Paar. Ihre Gedanken dazu tauschen sie unter dem Hashtag Larry Stylinson aus. Und in Videos wie diesem hier. Slow Motion, Schwarz-Weiß-Filter, alles dient dazu, die vermeintlichen Beweise noch glaubhafter erscheinen zu lassen. Für viele Fans ist eindeutig, dass die Liebe der beiden vom Management unterdrückt und deshalb verheimlicht wird. Dieser Fanglaube gleicht einer Verschwörungstheorie. Als Harry mit seiner damaligen Partnerin Olivia Wilde zusammenkommt, folgt eine Riesen-Hetzkampagne auf Social Media. Olivia sei ekelhaft und die Beziehung fake. Harry äußert sich nur ein einziges Mal dazu. In einem Interview im Musikmagazin Rolling Stone sagt er, das sei ein Shitstorm von Leuten, die versuchen, schrecklich zu anderen zu sein. Das gibt mir natürlich kein gutes Gefühl. Zu negativen Erfahrungen mit seinen Fans hat sich Harry Styles noch nie explizit geäußert. Wahrscheinlich auch, weil er weiß, dass sein Erfolg von ihnen abhängt. Tatsächlich, der Veranstalter übernimmt die Reihenfolge, in der die Fans gewartet haben. Wieder gibt es Regeln, diesmal aber offizielle. Sie dürfen die Schlange noch einmal knapp 3 Stunden verlassen. Danach geht der Kampf um die besten Plätze erst richtig los. Michelle, Lucy und Laura nutzen die 3 Stunden, um sich in einem Hotel fürs Konzert zu stylen. Ja, das Zimmer hatten sie die Nacht über gemietet, wollten aber lieber campen. Erstens farbenfroh. Harry ist immer farbenfroh. Er hatte selber mal einen pinken Anzug an. Ja. Pink und Blau, Fine Line, also sein Lied, sein Album, Pink und Blaues Cover. Die Federboas, weil er selbst auch öfter mal Federboas trägt. Es ist wie so eine Folter. Das Warten auf Harry und darauf, dass sie ihm hoffentlich ganz nah sein werden. Also ich muss sagen, ich würde schon sehr viel dafür tun, um ihm als Person mal so ein bisschen näher zu kommen, um einfach mal nur mit ihm zu reden mal. Es wäre einfach schon ein Traum. Aber nicht, weil er berühmt ist oder gut aussieht oder sonst was, sondern einfach, weil er einfach ein toller Mensch ist und man mit solchen Menschen gerne Zeit verbringen möchte. Ich habe mich richtig schuldig gefühlt, weil ich versucht habe, den Raum um mich herum zu schützen und ihn zu verteidigen. Ich war so damit beschäftigt, dass Menschen mich mögen, dass ich beinahe zu viel Platz um mich herum aufgegeben habe, was sich negativ auf mich auswirken kann. Inzwischen glaube ich, es ist in Ordnung, wenn ich Grenzen setze. Die Fans machen aus Harry eine Person, die mit übersteigerten Erwartungen klarkommen muss. Eine Person, die ausgeliefert ist. Videos zeigen, dass Harry Veranstaltungsorte nach Konzerten schnell, fast schon fluchtartig verlässt. Fans belagern die Hotels, in denen er wohnt. Filmen ihn beim Joggen. Und folgen ihm. Manchmal sogar bis nach Hause. Ein junger Mann schläft wochenlang vor seinem Anwesen, folgt ihm, wann immer er kann. Ein Stalker, den Harry Styles als unberechenbar und beängstigend beschreibt. 2022 bricht der Stalker in Harrys Anwesen ein. Laut britischen Medien stellt Harry Styles einen Nachtwächter ein und schließt seither jede Nacht seine Schlafzimmertür ab. Ist das der Preis für den Erfolg? Geht gar nicht. Also wie gesagt, ich bin ein enorm krasser Fan, ich weiß sehr viel über ihn, aber er hat auch ein Privatleben. Wenn er auf der Bühne steht, ist er da, um uns zu entertainen, keine Frage. Aber sobald er die Bühne verlässt, ist er im Endeffekt ein ganz normaler Mensch, wie jeder von uns auch, der einfach nur sein Leben leben möchte, ohne irgendwie gestalkt zu werden, angegriffen zu werden oder sonst was. Ich finde, es ist einfach was gar nicht geht. Man sollte trotzdem einfach immer Respekt haben. Guck mal, wie klein ich bin. Ich bin doch nicht mal gerade. Es ist 14 Uhr. Die drei müssen sich in die Schlange stellen, kommen dann nicht mehr weg. Erst 6,5 Stunden später beginnt das Konzert.
Aber der Kampf um die besten Plätze geht jetzt schon in die heiße Phase. Das hier ist die Schlange für eine andere Ticketkategorie. Aber auch hier gibt es Fans, die über die anderen bestimmen wollen. Letzte Vorbereitungen vor dem Konzert. Michelle hofft, dass Harry auf ihr Plakat reagiert. Wünsch meiner Freundin alles Gute zum Geburtstag, steht drauf. Anscheinend hat er das schon häufiger gemacht. Denkst du, du schaffst erste Reihe? Ich hoffe, wir müssen. Wir müssen. Um die ersten Plätze zu rennen, ist hier nicht drin. Die Securities führen die Fans blockweise in Richtung Bühne. Wir haben es geschafft! Nochmal! Michelle, wir sind zum zweiten Mal Harry. Bis zum ersten. Es ist näher als letztes Jahr. Deutlich näher. Er kommt da raus. In der Mitte. Das ist gestern eine Barrikade. Das zeigt halt, dass es sich das Campen halt doch wieder gelohnt hat. Die Barrikade, an der sie stehen werden, ist zwar nicht die an der Hauptbühne, aber an einem Steg, der davon abgeht. Auf dem wird Harry performen. Etwa einen Meter von hier entfernt. Wie viel Uhr ist es? Gleich halb. 2 Minuten. Und er kommt um halb? Ja. Über 34 Stunden warten, das ganze Adrenalin. Alles nur für diesen einen Moment, für Harry. Dafür, dass er ihnen ein paar Sekunden nah ist. Auf das Plakat reagiert er nicht. Nach nur 1:45 ist alles vorbei. Es ist einfach nicht in Worte zu fassen, was es mit mir macht. Es ist einfach traurig, dass es jetzt schon wieder vorbei ist. Michelle hat schon Karten für ihr nächstes Konzert. Anfang Juli spielt Harry Styles in Frankfurt.